So, liebes YouTube, gib fein Acht, ich habe dir etwas mitgebracht. Es geht um den katalanischen Ex-Präsidenten Puigdemont, der jetzt in Deutschland verhaftet wurde, was ich ziemlich skandalös finde. Und ich lasse jetzt erst einmal das Ganze, liebe Klugschieterin, zusammenfassen. Ich habe da einen Ausschnitt aus ihrem Video genommen, ich habe sie gefragt. Die erklärt das sehr gut, was da passiert ist. Ich habe euch in diesem Video klar aufgezeigt, was vorgefallen ist. Die Katalanen haben legitim nach ihrer eigenen Verfassung, auch nach der spanischen Verfassung, ein Referendum abgehalten und zu 70%, ein zweites Mal zu 80% für die Unabhängigkeit Kataloniens, dem Völkerrecht nach, also vollkommen legitim, hier votiert und die Unabhängigkeit ausgerufen durch Puigdemont. Rajoy hat geantwortet mit der Guardia Civil, die jetzt am 3. Oktober zum ersten Referendum ausgesandt hat, um Gewalt zu provozieren. Ihr habt die Bilder im Kopf. Die Guardia Civil ist im Auftrag Rajoys hier gegen friedfertige, gewaltlose Wähler gegangen. In einem demokratischen Akt haben sie also eingegriffen und versucht zu lancieren, den Straftatbestand der Rebellion, der nur dann erfüllt ist, wenn Gewalt im Spiel war. Die Katalanen haben es trotzdem geschafft, sie blieben gewaltlos. So, weiter geht's im Text. Also, das heißt, so, nee, da muss ich hier noch weiter ausführen. Auch habe ich euch erklärt, dass hier infolge der Ausrufung der katalanischen Unabhängigkeit, die von den Staaten wie Schweiz, Finnland, Tschechien und so weiter begrüßt worden sind und ihnen gratuliert worden ist, also damit quasi eine Art Anerkennung stattgefunden hat innerhalb Europas, haben sie dann, sind einige Leute geflüchtet und andere Leute sitzen im Gefängnis seit Monaten ohne Anklage. Das ist nicht Rechtsstaat. Und ich gut, also soweit die Klugschieterin. Jetzt geht es bei ihr etwas anders weiter, als ich mir das denke. Und zwar, der Punkt ist natürlich ein ähnlicher. Ich finde das auch völlig widersinnig und wider den Rechtsstaat. Ich habe dabei erst einmal eigentlich an unser Asylgesetz gedacht und daran, wofür das eigentlich ursprünglich mal ins Grundgesetz geschrieben worden ist. Das stand nämlich von vornherein drin. Und warum stand das von vornherein drin? Das war eben vor allem die Erfahrung aus der Nazizeit, als eben also nach dem Krieg kamen ja dann doch viele an die Macht und haben am Grundgesetz mitgearbeitet, die vorher zu den Verfolgten des Nazi-Regimes gehört haben. Von denen waren viele gezwungen gewesen, während der Nazi-Zeit ins Ausland zu gehen. Das heißt also, die waren darauf angewiesen, dass es in anderen Ländern andere Gesetze gab und vor allem eben irgendetwas, was einer Art Asylrecht entsprach. Und das ist auch etwas, was sich vielleicht alle mal hinter die Ohren schreiben sollen, die immer No Borders und No Nations schreien, also die Antifa oder viele, ja, auch viele sonstige Linken. No Borders, No Nations bedeutet eben auch, wenn irgendwie ein totalitäres System entsteht, dass es keine Fluchtmöglichkeiten mehr gibt. Und genau hier sehen wir nämlich eigentlich die Pervertierung unseres Asylgesetzes. Also der Puigdemont, auf den treffen eigentlich wirklich alle Sachen zu, für den das Asylrecht mal eingeführt worden ist. Er ist politisch verfolgt, ihm drohen in seinem Heimatland schwere Strafen, er hat keine Gewalt angewandt. Ganz exakt für solche Fälle hat man das Asylrecht eingeführt. Auf die meisten, die in den letzten Jahren gekommen sind, trifft das eben genau nicht zu. Eben auch sehr leicht an den ja sehr großen Ablehnungsquoten, die ja um die 90%, wenn nicht sogar drüber liegen, auch erkennen kann. Also die ursprüngliche Fassung des deutschen Asylrechts lautete ganz einfach, hier steht's:
politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Punkt. Das hat man dann 1993 ergänzt. Das heißt, man hat dann eben die Dublin-Verträge und das Ganze dazu gemacht. Also man hat das dann ergänzt, indem man gesagt hat, wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, hat eben kein Recht auf Asyl. Dann hat man erst einmal ganz Europa zu sicheren Drittstaaten erklärt und noch etliche andere Staaten auch, so dass eigentlich nach Deutschland niemand mehr einreisen kann und Asyl verlangen. Ist juristisch inzwischen eigentlich unmöglich. Jetzt haben wir eben diesen Fall Puigdemont, wo doch ganz klar wird, dass eben nicht die Länder der Europäischen Union klare, ja, verfolgungsfreie Staaten sind. Also das Ganze stimmt so nicht. Das hätte man sich zwar vorher auch schon denken können, aber eigentlich ist das mit dem Fall Puigdemont eindeutig bewiesen. Meines Wissens hat er auch kein Asyl bisher beantragt, aber es wäre ihm, denke ich, zumindest anzuraten, und es würde sicherlich ein neues Denken in unser Asylrecht bringen, was man doch vielleicht, was auch einfach nötig wäre. Weil es eben eigentlich nicht sein kann, dass jemand, auf den das so genau zutrifft, kein Asyl bei uns bekommt, während praktisch jeder, der weltweit zu uns kommt, erst einmal ein langes Verfahren kriegt, wo das alles geprüft wird. Obwohl er, also derjenige, der von irgendwo anders kommt, genauso wenig Anspruch nach unseren Gesetzen auf Asyl hat. Wenn schon diese ganzen Dublin-Regeln außer Kraft gesetzt sind inzwischen, dann muss das eben auch für einen spanischen bzw. katalanischen Staatsbürger gelten. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch daran erinnern, wie das früher war, also vor 1993 bzw. vor der Verschärfung der Asylgesetze. In den 50er, 60er und 70er Jahren hat eigentlich noch kaum jemand bei uns Asyl beantragt. Da hatte man eine Zuwanderung eben durch Gastarbeiter und man hatte eine kleine Zuwanderung durch Studenten und Fachkräfte aus anderen Ländern. Die Asylproblematik hat eigentlich erst so richtig angefangen in den 80er Jahren und vor allem dann mit der Wiedervereinigung, weil es in der DDR viele Gastarbeiter gab, die waren relativ abgeschirmt von der Bevölkerung, aber es gab da doch relativ viele aus anderen sozialistischen Ländern, zum Teil aus Vietnam gab es viele, meines Wissens auch aus Angola, dann gab es natürlich auch noch viele verbliebene Russen. Und nach der Wiedervereinigung haben dann einfach sehr viele in der BRD Asyl beantragt, weil die dann eben nicht mehr heimgeschickt werden wollten. Dem Zeitpunkt wurde eigentlich das Asylrecht dann erst zum Problem, weil es sich dann sozusagen international herumsprach, dass es eben ein sehr einfacher Weg nach Deutschland wäre, also in die Industrieländer, nach Europa, wie man es auch immer nennen will. Ich habe hier jetzt noch ein älteres Beispiel ausgewählt, der Befreiungsausschuss Südtirol. Und zwar der Befreiungsausschuss Südtirol, die hat man früher genannt, die Südtiroler Bumser. Meine Schwester hat sich halt totgelacht, als ich ihr den Namen erzählt habe. Also diese Südtiroler Bumser, die waren praktisch tätig, vor allem von den 50ern und bis Ende der 60er Jahre hinaus und wollten sozusagen die Italienisierung Südtirols stoppen. Und warum ich die als Beispiel nehme, also die, wenn sie irgendwie polizeibekannt waren, gingen sie ins nahe Ausland, viele davon, das heißt nach Österreich oder eben auch hier in die Alpenregion in Deutschland, in Bayern. Und es wurden zum Beispiel auch welche davon von Bruno Kreisky empfangen. Also das heißt,
Damals war es so, die wurden in Italien gesucht und gingen nach Deutschland oder nach Italien und wurden nicht nach Italien ausgeliefert. Und das ist eben der Punkt, auf den ich vorhin hinaus wollte. Leute, die wegen ihrer politischen Meinung verfolgt werden und sozusagen ins Nachbarland fliehen. Das ist der große Vorteil einer Grenze und einer anderen Gesetzgebung. Man flieht von dem Land, wo man verfolgt wird, in das nächste Land, in dem man eben nicht verfolgt wird. Und dafür ist es eben auch nötig, dass es ein nächstes Land gibt mit anderen Gesetzen. Das heißt, innerhalb der EU ist das eben nicht mehr möglich, weil man sich selber gegenseitig zugesteht, dass die Gesetze in allen Ländern so freiheitlich und demokratisch sind, dass da niemand fliehen muss. Wie wir jetzt eben an diesem Beispiel sehen, ist das eben völlig lächerlich. Und das Beste ist natürlich, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Es gab bereits einen Haftbefehl und der wurde außer Kraft gesetzt, weil die Spanier wussten, dass die Belgier, wo er sich vorher aufhielt, ihn nicht ausliefern. Dann hat man darauf gewartet, dass er von Belgien ins Ausland reiste. Und da fuhr er nach Finnland und dann zurück über Dänemark und eben Deutschland nach Belgien. In der Zeit wurde von Spanien ein neuer Haftbefehl ausgestellt und an Deutschland übermittelt. Demnach muss vorher schon irgendwie ausgemacht worden sein, dass Deutschland im Falle, dass sie ihn kriegen, ihn nach Spanien ausliefern. Ist das nicht eine schöne Verschwörungstheorie? Ist das nicht genau das, was sie uns immer vorwerfen? Der deutsche und der spanische Staat haben sich gemeinsam verabredet, um den Gründungsvätern unseres Grundgesetzes ins Gesicht zu spucken. Meine liebe Freundin Caroline hat mir hier eine Grafik gebastelt. Die könnt ihr euch, wenn ihr wollt, runterziehen, runterladen, wie auch immer. Und von mir aus damit, keine Ahnung, verschicken, demonstrieren, was auch immer, ausdrucken. Ich denke, das wäre ein ziemlich gutes Spiel um unser Asylrecht. Puigdemont, go!